Hallo draußen, es ist Freitag und das heißt Videozeit bei uns. Heute nehmen wir uns schon wieder im Vier vor. Ich weiß, aber gut, okay, ihr seid schuld, ihr bestimmt die Massen. Also, heute die ICS Transform 4 UK1 und ob sie im Vergleich zu ihrem großen Bruder, der Mars, was taugt, das sehen wir nach dem Intro. Viel Spaß. Wir alle nichts an! Danke! Friede! Starten wie immer mit dem Lieferumfang von der Transform 4. Wir haben, das Ganze wird geliefert euch in diesem ICS-typischen schwarzen Pappkarton mit ein paar Aufschriften und Warnhinweisen auf dem Karton drauf. Dann im Inneren befindet sich natürlich das klassische ICS-BB-Päckchen mit den Sicherungen dran. Dann haben wir noch ein bisschen Papierkram. Wir haben einmal die Anleitung zum Anbringen der Rails an das Keymod-System. Dann haben wir einmal die Typen, die es gibt von der Waffe in zwei verschiedenen Versionen, in zwei verschiedenen Farben jeweils. Ach ja, und nicht zu vergessen, hinten drauf noch eine Explosionszeichnung. Und dann haben wir noch Papierkram in Form von Begadi, und zwar, dass die Waffe konkret geprüft wurde, dass das F ordentlich drauf ist und so weiter und dass die Waffe auf jeden Fall funktioniert. Gut, schauen wir uns doch die Knarre mal von genauer an. Schauen wir uns die ICS genauer an. Wir haben natürlich an der Front den schönen Mündungsfeuerdämpfer von der Waffe, der aus Stahl gefertigt ist. Darunter ein 14 mm Negativgewinde. Schraubt man dieses ab, kann man zahlreiche Silencer oder sonst was anbringen. Wir haben natürlich auch das Frontside hier natürlich aufklappbar. Mal gucken, ob es jetzt mit einer Hand funktioniert. Nein, klappt nicht. So, dann haben wir natürlich das Frontside, was aufklappbar ist, sehr straff gefedert ist und dementsprechend auch sehr stabil hält. Dann haben wir natürlich das schöne Keymod Rail System, was natürlich von vornherein lose kommt, aber ICS hat hier mitgedacht und jeweils drei Schienen mit dazugelegt. Der Griff ist jetzt nicht dabei, der ist jetzt von mir einfach zur Veranschaulichung mal angebracht worden. Machen wir weiter mit dem Hauptgehäuse von der Waffe. Wir haben die Rail schön stabil verschraubt mit der Barrel Nut und hier müssen wir auch ganz ehrlich sagen, sind die Stärken von der Waffe. Es sitzt alles bombenfest. Ohne Probleme, ohne Knarzen, ohne Windungen, ohne alles. Also da müssen wir sagen, Hut ab. Der Lower als auch der Upper Receiver sind komplett aus Metall gefertigt. Und das Hülsenauswurffenster ebenfalls rastet sauber ein und geht auch sauber wieder auf, wenn man den Durchladehebel betätigt. Wir haben den Magazinauswurf leider nur einseitig vorzufinden und den Bolt Catch ebenfalls. Jedoch ist dieser ohne Funktion und somit eigentlich, ja, ist eigentlich egal, ob der jetzt da ist oder auch auf der anderen Seite. Wir haben auch hier ein aufklappbares Rearside in der Form und dieses lässt sich in der Seite als auch in der Höhe einstellen. Wir haben auch hier den sehr ergonomischen Handgriff, sitzt sehr schön in der Hand, sehr stabil, muss man sagen, das auf jeden Fall von vorne weg sehr angenehm in der Hand liegt. Kommen wir jetzt schnell noch zum Hop-Up, wenn wir einmal da sind. Wir haben einmal das Hülsenauswurffenster zum Betätigen, beim Betätigen des
Bolts wird diese zurückgezogen und ich kann das Drehrädchen hier bequem einstellen und dementsprechend meinen Hop-Up verringern oder vermindern. Kommen wir nur noch zum hinteren Teil von der Transform 4. Wir haben eine sehr stabile Stocktube mit zwei Einlegeösen für den Sling. Gleich von vornherein sehr schön gemacht. Der Stocktube hier aus Metall gefertigt. Der Stock an für sich ist hinten gummiert, also liegt angenehm im Anschlag und ich kann die Stocktube in vier verschiedenen Einstellungen bequem meiner Größe einstellen. Dementsprechend bin ich da sehr variabel. Wir haben auch schön von ICS hier dran gedacht, eine kleine QD-Sling Mount für einen QD-Sling diesen bequem anbringen zu können. Des Weiteren bietet der Stock Platz für Stick-Type-Akkus, für größere, zum Beispiel Twin-Types oder sonstiges, müsste man den Stock wechseln. Von vornherein verbaut ein Tamiya-Stecker mit einer 30 Ampere Sicherung, glaube ich, und diese auf jeden Fall für den Stromfluss hier zuständig. Machen wir noch schnell die Markings. Wir haben hier oben einmal einen kleinen Aufkleber mit Kaution, also Vorsicht, Blowback-Funktion, die ist jetzt bei uns hier deaktiviert. Und unter dem Hülsenauswurffenster schön noch die Import-Kaliberangaben, Begadi Kaliber 6mm und das F im 5-Eck. Und natürlich im 4AR15 typisch die Feuerwahl-Piktogramme Safe, Semi und Automatik, natürlich Automatik in Deutschland deaktiviert. Gehen wir noch schnell von dem Schützen. Auf der linken Seite befinden sich noch die Markings ICS CXP Tactical Gear mit einem schönen Logo und einer fortlaufenden Seriennummer. Dann haben wir einmal das Airsoft Electric Gun manufactured by ICS Taiwan und weiter hinten mein Feuerwahlhebel mit Safe, Semi und Auto, natürlich Automatik in Deutschland deaktiviert. Auf dem Handgriff befindet sich noch ein kleiner Aufdruck eingelasert, ICS Airsoft. Finde ich auf jeden Fall sehr schön gelöst und kann man echt nicht meckern. Da braucht man nicht schimpfen. Wir haben diese Waffe natürlich auch wieder für euch im Test gehabt und haben sie auf 30 Meter geschossen mit 0,25 Gramm Kugeln. Und gekront haben wir sie mit 0,20 Gramm Kugeln. Und was dabei rausgekommen ist, das Ergebnis, das zeigen wir euch jetzt. So, schauen wir schnell ins Innere von der ICS Transform 4 MK1 und zwar haben wir hier den Lower Receiver gleich mal. Natürlich ICS Split Gearbox Gearchams, falls mal ein Gearcham vorkommen sollte, kann man den bequem lösen. Schauen wir doch mal rein. Wir haben eine Stahl Lower Gearbox mit Stahllager drin, die nochmal pulverbeschichtet verstärkt sind und dementsprechend halt lange ihren Dienst machen werden. Die Schimmerung von dem Ganzen ist super, da braucht man überhaupt nicht meckern. Wir haben noch eine normale Switch Assembly verbaut. Im Vergleich kommt hier auch gleich der große Unterschied im Vergleich zur Maris. Wir haben hier kein MOSFET drin. Das ist auch mit einer der einzigsten Unterschiede im Vergleich zur Maris. Wir haben ebenfalls auch hier drin verbaut den ICS 3000 Motor, der
natürlich Power hat ohne Ende und mit 7,4 Volt als auch 11,1 Volt einwandfrei arbeitet. Wir haben hier auch sehr gutes Fett aufgetragen, es ist reichlich drauf, also die Schmierung ist gegeben. Ja, gehen wir weiter zur Upper Gearbox. Wenn man von oben drauf schaut, sehen wir gleich, wir haben hier, schauen wir mal, ob wir sie relativ zügig rauskriegen, jawohl. Wir haben die ICS Standard Internals drin, wir haben einmal die 120er Feder im Inneren, dann den ICS Piston, die Tablet Plate, das Kunststoff Nozzle ohne Airseal. Im Vergleich zur Mars haben wir hier keinen Dichtungsring drinnen. Den Standard Zylinder durch die Lauflänge auch vorne angeschrägt für mehr Volumen im Lauf. Ebenfalls die Feder-Schnellwechselsystem-Funktion kann man je nachdem schnell mal austauschen, je nach Spieltyp, je nach Spielfeld. Legen wir uns das auf Seite, gucken wir uns noch den Lauf an. Das ist aus der ICS Tuning Serie schon der 6,04 Aluminiumlauf mit der Standard Hop-Up von ICS. Durch bequemes Einstellen des Rädchens hier kann ich eine sehr gute Präzision erzielen im Stock-Zustand. Ja, von Haus aus verbaut natürlich Tamiya-Stecker. Der Motor, wie wir schon bei der Mars gesagt haben, frisst halt ordentlich Strom. Mit zwei Akkus müsst ihr einen Spieltag rechnen. Aber ansonsten grundsolide, ICS-typisch, kann man echt nicht meckern bei dem ganzen System. Und ja, machen wir weiter, würde ich sagen. Kommen wir auch nicht zum Fazit von der ICS Transform 4 UK1. Was ganz klar Positives ist, ist natürlich die Verarbeitung. Wir haben eine sehr, sehr hochwertige Verarbeitung von der ganzen Waffe, was auf jeden Fall für sich spricht. Wir haben sehr gute Internals, die auf jeden Fall lange ihren Dienst tun werden. Wir haben, was sehr schön ist, den Durchladehebel beidseitig bedienbar. Und ein sehr, sehr schön einzustellendes Hop-Up. Wir haben auch, was natürlich schön ist, im Lieferumfang integriert die Keymode Rails, die wir natürlich hier sehen. Und die Visierung ebenfalls, was Flipper-Visiere sind, was sehr schön ist, dass sie im Lieferumfang dabei sind. Muss man natürlich auch ein bisschen Negatives sagen, und zwar, was wir finden, ist zum Beispiel, dass die Magazine relativ locker liegen, kann jetzt aber auch nur bei der Waffe sein, feeden trotzdem sehr gut, aber uns ist es zum Beispiel vorgefallen, dass ab und zu das Magazin aus dem Magazinschacht entglitten ist. Der Akkuplatz ist, für Sticktypes ist es in Ordnung, aber mehr geht halt auch leider nicht. Alternative wäre natürlich, da hier einen anderen Stock anzubringen, damit ich vom Akkuplatz her noch ein bisschen variabler bin. Die Hop-Up-Einstellung war jetzt bei uns hier zum Beispiel, ja, es ging schon, aber ich bin da anderes gewohnt. Und natürlich auch, was man zu sagen muss und was noch zum Technikbereich anzusagen ist, wir haben im Vergleich zu Mars kein MOSFET verbaut. Was natürlich gerade bei 11.1er Libo sehr an der Switch zieht. Und das auch wahrscheinlich das erste sein wird, was dann gewechselt werden müsste. Im Allgemeinen ist aber auf jeden Fall die Waffe ein sehr, sehr schönes Modell, sehr hochwertig verarbeitet. Ihr werdet auf jeden Fall lange euren Spaß dran haben. Ja, wie gesagt, das war es in der Hinsicht schon von mir. Ich kann hier eine Kaufempfehlung auf jeden Fall aussprechen. Und falls ihr Fragen, Kritik oder sonst was habt, haut es unten in die Kommentare rein. Auch bei Wünsche, was man mal reviewen sollen, ebenfalls Kommentarfeld benutzen. Ansonsten bleibt mir nichts anderes zu sagen. Ich verabschiede mich wieder von euch und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Euer Heubi FV. Macht's gut.